Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Age of Wonders 4 weiter und ja, wir stehen hoffentlich kurz vorm Sieg. Wir müssen eigentlich nur noch Nimue finden und sie töten. Ihre Hauptstadt Sirenthron haben wir schon eingenommen. Sie kann sich noch in Flutstadt oder in Halshafen oder irgendwo dazwischen befinden. Mal sehen. Das müssen wir noch herausfinden. Wir haben die Möglichkeit, einen weiteren Helden zu bekommen. Warte mal, den kriegen wir umsonst. Okay, Scorpio, der Bibliothekar. Ja, das hatte ich ja komplett übersehen. Ja, dann nehme ich den noch mit. Das scheint ein Magier zu sein. Der hat auch schon ganz gute Sachen dabei. Den nehme ich einfach so mit, wie er da ist. Nicht, wir können ihm den Altraum geben. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen passender. Ja. Ziehen wir ihn mal nach vorne an die Front. So. Dann haben wir noch ein bisschen Sachen an Produktion. Ich werde hier mal das Badehaus bauen, damit wir ein bisschen zufriedener sind. Im Sirenthron haben wir keinen Statthalter, dann nehme ich dann Scorpio rein. Sehr vertrauensvoller Name. Und ja, was mache ich mit euch? Ich glaube, ich sollte mich noch hochheilen hier. Das gleiche mit ihr wahrscheinlich. Ich könnte natürlich auch den Heilungszauber verwenden. Und Tote wiederherstellen. Das kostet aber Seelen und ich würde gerne lieber noch einen Schnitter beschwören. Und daher warten wir da mal ab. Okay. Hey, was ist das denn? Ein Karak. Den wollen wir uns nicht unbedingt anlegen. So. Vorne Handelsangebot erhalten. Okay. Von uns wird 60 Gold verlangt. Und er gibt uns Mana. Nee, nee, nee. Das Gold ist mir lieber. Kann man noch eins erhalten? Nee. Achso, das hätte ich ablehnen müssen. Naja. Eine neue Mobilisierung hat begonnen. Herbstelfen, Sommerelfen. Hol ich mir jetzt nicht. Otto, der Ausrangierte, gegen den Vorgehen. Interessant, aber wir haben ja mit ihm das Abkommen. Von daher, ich könnte ihm ein weißes Pferd verkaufen. 15 Mana. Nee, ich glaube, das wird zu keinem Stress führen. So, hier unten haben wir auch noch eine unserer Einheiten. Ihr könnt wieder nach vorne ziehen. Euch warte ich mal. Oder will ich diesen Kampf? Nee, 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 der ist sehr gefährlich. Was ist denn da? Ah, da ist ein Held dabei. Gaia, die Verzaubererin. Ob ich die Fähigkeit mit dem Wissen, wenn ich Helden besiege? Nee, die habe ich glaube ich abgeschlossen, ne? Müsste dann ja, ja, diese sein. Okay, sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, der Rest passt. Hier mal weiter. Ja. Gut, hier können wir einen Bewegungspfad fortsetzen. Dann haben wir hier noch eine Einheit. Ah ja, der neue Held. Der kommt auch mal hier einfach in die Nähe. Und du bist jetzt komplett ausgeheilt. Das ist schon mal gut. Können wir hier vorne schon mal ein bisschen Stress machen. Ja. Bräuchte einfach mehr Seelen. Das würde helfen. Aber na gut. Wir erforschen ja noch die Bevölkerung. Und da kriegen wir dann 60 Seelen für eine Bevölkerung. Das werde ich auf jeden Fall ein paar Mal machen. Damit wir ein paar Schnitter uns holen können. So, dein. Achso, das ist unser Scout. Und da ist eine Armee von hier. Ja. Könnt hier vorne natürlich auch einfach einen Außenposten bauen, ne? Direkt an ihrer Grenze. Das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller, ne? Das Angebot
Naja, wir haben abgelehnt. Ihr Angebot 60. Ah, die geben uns 60 Gold oder wie? Oder haben sie uns einfach gegeben? Hm. Naja. Ich glaube, der Rest passt. Gut. Dann haben wir die Steinmetzhalle produziert im Pontificantum. Eine Gilde, die kann man nur einmal pro Stadt bauen. Und dann ist die Frage, welche Gilde ich haben möchte. Ich habe hier 4 Minen. Das heißt, eine Händlergilde ist gar nicht mal so schlecht. Ich hole mir mal den Apex. Dann zu der Trip vor. Hier ist ein fetter Feuerdrache am Start. Du setzt auch deine Bewegung fort. Auch ihr. Tja, ihr wartet hier. Bis die Truppe ankommt. So, naja, ist jetzt gerade nicht so spannend, aber ja, ich glaube trotzdem insgesamt einfach ein ganz cooles Spiel. Könnt natürlich nochmal gucken. Alle deine Helden erhalten sofort einen Rangbonus von 1. Ja. Ich glaube sonst, ja. Mehr Helden werde ich nicht unbedingt bekommen. Ein paar Zauber bereit. Blitzklingen kann ich mir holen. Sehr schön. Das ist nochmal ein kleines bisschen mehr Schaden. Dann wir den Blitzschwall vorbereiten. Genauso wie das Seelenbinden. Okay. Gut, du setzt deine Bewegung fort. Währenddessen level ich dich mal auf. Ah, Level 10, perfekt. Sie ist ja in der Kriegskunst versiert, aber was ich natürlich nicht vergessen möchte, ist hier der Seelensammler. Ja. War das der Seelensammler? Und der unheilige Anführer. Zum Freischalten 4 weitere Fähigkeiten der Kategorie Unterstützung erlernen. Okay. Ja, nee, dann geben wir den Seelensammler erstmal mal. Und nehmen als Fähigkeit dunkles Ritual wäre natürlich schön. Blinzeln ist auch interessant und können wir nämlich nach in den Rückraum teleportieren. Tierbeschwörung, mobilisierender Segen. Da sie ein Damage-Dealer ist, werde ich ihr, glaube ich, Blinzeln geben. So, ein anderer Herrscher wurde beschuldigt. Das interessiert uns nicht. Blitzschwall ist bereit. Dann haben wir noch weitere Helden, die aufgestiegen sind. So, entfesseltes Mana. Frostfeuer, Feuerspringer. Ich glaube, das ist ganz cool. Ziehende Klinge. Ist natürlich nicht schlecht. Aber ich finde den Frost, die Frostfeuerspringer ganz gut. Dann können wir da noch ein bisschen was machen. Du bekommst dann auch nochmal den Seelensammler. Okay. Dann unsere Herrscherin. Was haben wir denn hier unten noch? Klarer Blick, Widerstandsausbildung. Ja, nehme ich die noch mit rein. Und Scorpius ebenfalls dabei. Der ist ja eher Kampfmagier. Da bin ich noch gar nicht drin versiert, was hier interessant ist. Ich glaube einfach
über Schaden und Treffsicherheit. Das ist ganz gut. Flutte mal das Badehaus produzieren. Sehr schön. Dann gönn dir doch mal. Tja, eigentlich ist das alles nicht mehr so relevant. Goldarmee ist noch. Und dann Truppen im Nachhinein. Du setzt deine Bewegung fort. Dann setzt du deine Bewegung fort. Ihr wartet noch eine Runde. So, hier schauen wir mal kurz rein. Hier wollte ich einen Außenposten gründen. Ah, jetzt habe ich keine 50 Gold mehr. Das ist ja blöd. Schauen wir mal, Decimus. Kann ich dir noch irgendwie was geben? Territorium, Gold, Abkommen brechen? Nee. Magische Materialien? Nee. Tja, was ich machen könnte, ist unserem Rattenfreund hier. Ach nee, ich kann ihm keinen Außenposten geben. Na gut. Nee, ach, dann muss ich wohl einfach warten, beziehungsweise ich glaube, wir können auch mit dieser halb geheilten Armee jetzt mal hier nach vorne ziehen. Und schon ein bisschen Stress machen. So. Du wartest nochmal und wir gehen in die nächste Runde. Keine Ahnung, wo die Nimue ist. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Hier ist unsere Truppe. Da unten wurden wir von ein paar Kraken, glaube ich, besiegt. Geistiger Wettstreit. Auf dem hohen Podium im Pontificantum messen sich die großen Gelehrten deines Imperiums in der öffentlichen Debatte. Jeder der Teilnehmer beweist das Wissen und den Verstand, für die der ertränkte Geschmiede berühmt sind, indem er eloquent unumstößliche Beweise für seine eigene Theorie über die Welt darlegt. Ihre Darbietung stellt einen weiteren Höhepunkt des goldenen Zeitalters der Wissenschaft eines Volks dar. Wir sollen die Sieger oder die Siegerin küren. Wir erhalten Wissen. Wir können Stadtstabilität erhalten oder Mana. Dann nehme ich das Wissen. Dann ist nämlich hier die nächste Forschung fertig. Des Todes. Verbündetes Ziel ist plus 20 Stadtstabilität, verbündete Untote im Gebiet verursachen plus 10% Schaden. Feindliche Einheiten werden Zielen gebunden. Der Astralhüter ist jetzt aber auch nicht so interessant. Nehme ich das. Armeebinden ist bereit. Dann Bevölkerung ernten. Ja. Das zaubern wir jetzt ein paar Mal. Idealerweise zweimal. Weißhafen. Ich glaube Flutum. So, und dann kann ich mir einen Schnitter beschwören in einer Runde. Gut. So. Das haben wir. Da ziehst du hier nach vorne. Du kriegst einen Nekromanten. Da haben wir ein Skelett. Arkanwächter. Warum sehen die anders aus? Das sind Arkane Handlanger. Okay. Wir wollen unsere antiken Mystiker. Okay. Dann bin ich die noch. Das ist tatsächlich ein gefährlicher Kampf. Den ich ja auch nicht eingehen muss, ne? Ziehen wir da weg. Setz deinen Pfad fort. Ja. Ja, schauen wir mal. Hier ist tatsächlich nichts. Können wir den Steinbruch plündern? Wie auch nicht. Hä? Der ist schon dabei, Flutstadt zu besiegen. Oh, eieiei. Interessant. Flutstadt ist schon am Rennen. Oh. Okay. Und ihre Stadt hier oben?
Ist ein Vasall. Boah, nicht, dass wir jetzt verlieren. Das wäre ja traurig. Ich bin gespannt. Wir haben ja die Karte so ziemlich aufgedeckt. Tag 69 Bilder. Ja, Flutstadt ist weg. Sieg über Nime. Und Nime wurde besiegt. Sie schreit, als sie in die Astrallehre geworfen wird. Das gesamte Reich scheint erleichtert aufzuatmen. Deine Armeen durchsuchen ihre Hauptstadt, wo sie ihre Experimente durchführt. Ja. Und die Strömung der Schöpfung missbrauchte, um ein neues Volk zu erschaffen. Du findest Notizen und Tagebücher, die Unterhaltung zwischen ihr und anderen Gudir beschreiben. Darunter Yaka und jemand namens Lythil. Letztere sucht nach einem Objekt und bittet Nimue, ihre Armeen einsatzbereit zu machen, so unvollkommen sie auch sein mögen. Durch den Sieg über Nimue und die erkorenen Kinder hast du den verzauberten Archipel befreit, aber die Schadrei scheinen größere Pläne zu haben. Okay, dann haben wir einfach jetzt gewonnen. Obwohl wir jetzt nicht diejenigen waren, die sie getötet haben, aber unser Bündnis aus den ertränkten Geschmähten und den sühnenden Krötenmenschen hat es geschafft. Er ist interessanterweise sehr böse geworden. Okay. Du hast die Sirenengöttin in die Leere geworfen und den verzauberten Archipel aus ihrer entränkenden Umklammerung befreit. Aus deiner Hauptstadt tritt wieder die mythische Maya hervor. Ich danke euch, Astralherrin Endel, dass ihr meinen Gesang vernommen und das Reich befreit habt. Ich fürchte, dass ich euch nichts anbieten kann, was einem Godir zur Belohnung reicht. Doch wenn ihr mir erlaubt, euch auf euren Reisen zu begleiten, kann ich euch erzählen, was ich als Nimues Gefangene erfahren habe. Die Maya Elia schließt sich dir an, als du siegreich nach Magierhafen aufbrichst. Ja, sehr gut. Wir haben gewonnen. Weil die Rattenwesen uns geholfen haben. Aber trotzdem sind wir es, die in den Pantheon aufsteigen. Runde 69, sehr cool. Das war, glaube ich, Sissy, eine unserer Heldinnen. Wir können uns die Entwicklung anzeigen lassen. Zoomen wir mal raus. Okay. Ja, wir haben klein angefangen. Decimus hatte direkt zwei Städte. Die hatten quasi schon. Wahrscheinlich ein großes Gebiet. Sie hatte zwei Gebiete. Hat dann gleich drei draus gemacht. Dann kamen die Rattenmenschen raus. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen verbreitet. Was ist da dann passiert? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Wurde da von ihm eine Stadt besiegt? Ja, scheinbar. Wahrscheinlich, weil er im Krieg mit der Kröte war, ne? Hm. Gut, und im Unterreich hat er auch seine Stadt am Ende verloren? Nein, doch. Am Ende ist hier gar keine Stadt mehr. Das scheint ein bisschen buggy zu sein. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Fertig. Thus was the Siren Goddess defeated. So wurde die Sirenengöttin. Ich mach mal den Ton aus. So wurde die Sirenengöttin besiegt und der verzauberte Archipel in ihren tyrannischen Händen entrissen. Und Elia, die neugierige Maer, die ihre wiedergewonnene Freiheit voll Überschwang begrüßte. Das bin ich. Ich war die Zeugin des Schreckens und der Schönheit der Gudir. Aus diesem Grund singe ich die Lieder über das Zeitalter der Gudir und über das Unterbrechen, das unter dem ewigen Boden. Doch mit meiner Freiheit kam auch die Verantwortung. Ich konnte nicht länger die Ermordung, Vernichtung der Hilflosen und Unschuldigen ignorieren. Meine Gefangenschaft hatte mir gezeigt, was Nimue und ihre Verbündeten, die Allianz der Gudir, die mich selbst die Schadrei nannten, deshalb musste ich das Bündnis über die hinterhältigen Ziele der Schadrei informieren, die selbst die kühnsten Vorstellungen übertrafen. Okay, durch ihre Eroberung des Reichs hat sie nun die Möglichkeit, in ein Pantheon aufzusteigen. Gewährst du Enlil, der Weltwirkerin, den Aufstieg? Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir haben Pantheon-Erfahrungspunkte behalten. Ich finde die Mechanik übrigens ganz cool, dass man so immer weitere Sachen freischalten kann. Ich glaube, die Sachen hier sind noch gesperrt. Wir können jetzt das gefrorene Reich uns freischalten. Ja, das ist doch schon mal ganz cool. Oder auch nicht. Oder haben wir das schon? Scheinbar haben wir das schon. Ich erinnere mich nicht dran. Umhang des Zauberers.
Ja, Anpassungsoption für Helme. Heldenhelme. Was kommt denn da hoch? Helm des Ritters. Umhang des Ritters. Schalte Schwert und Schild des Tyrannen frei. Okay. Mana-Süchtlinge. Das ist eine neue Kultureigenschaft. Das ist interessant. Lebensraub, wenn man Kampfzauber wirkt. Mhm. Großaxt des Berserkers. Das finde ich auch ganz cool. Destruiden. Ja, diese Kultureigenschaften sind wahrscheinlich das Interessanteste, ehrlich gesagt. Ja, deswegen gucke ich gerade mal durch, wo sich da welche befinden. Krone, Helm. Da sind Kultureigenschaften. Perfektionistische Handwerker. Okay, wir wollen uns da noch nicht zu viel spoilern, aber... Ja. Okay. Waldläufer. Gut, dann gehe ich mal in diese Richtung. Dann holen wir uns schon mal die Mana-Süchtlinge. Erfordert eines hier von barbarischer Kriegsfürst. Okay, das heißt, hier können wir jetzt theoretisch nicht mehr weiter. Dann gehe ich mal in diese Richtung weiter. Okay, cool. So hat man auch für den Rest des Spiels, was ist denn da drüben? Krone der Gudier. Auserwählte Zerstörer. Ja, so weit, so gut. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit Purpur Caldera. Aufstieg der Godias Storyreich 3. Ich habe mal nachgeforscht, es sind 5 Storyreiche im Endeffekt. Und danach, denke ich mal, werde ich ein bisschen in benutzerdefinierte Reiche eintauchen. Freue mich aber da schon drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Euer Flo. Tschüss.